Liebe Helga, lieber Wolfgang, sehr geehrte Festgäste, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und es ist für mich eine ganz große Ehre, heute für dich eine Laudatio zu halten. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Karin Büchel-Grammerstetter, ich leite seit langer Zeit, seit über 16 Jahren, sehr gern die Wiener Umweltschutzabteilung und bin sehr eng mit der Universität für Bodenkultur verbunden. Ich hatte die Ehre, 10 Jahre auch Unirätin hier zu sein. Wir haben im Sommer im Rahmen des strategisch-wissenschaftlichen Beirates überlegt, wie die optimale Fortführung des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit deines Zentrums sein soll. Die Helga hat das gegründet vor 2010, wie wahrscheinlich die meisten wissen, und aus meiner Sicht ist das eine ganz wunderbare Errungenschaft und ein Zugewinn für die Universität für Bodenkultur und auch für externe Partnerinnen, wie zum Beispiel meine Abteilung. Und Helga hat da in ihrer eigenen Art die Kombination von Kompetenz, Klarheit und einer unglaublichen Bescheidenheit überlegt, was ist das Beste für das Zentrum und die Universität für Bodenkultur. Nicht für Sie, ohne jegliche Eitelkeit, dass das Ihr Baby war. Und ich weiß noch, ich bin da gesessen, schöner heißer Sommertag, und habe das so zugehört und habe mir gedacht, wow. Und für diese großartige Frau darf ich eine Laudatio halten und ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Jetzt gehe ich davon aus, dass alle, die hier sitzen, die großartigen Leistungen und Ehrungen von Helga kennen. Ich weiß auch, du hast das nicht so gern, wenn man darüber redet. Ich bemühe mich, es nicht zu tun. Nur ich sage, ich habe selbst einiges nicht gewusst, weil du in deiner Bescheidenheit ja nie darüber redest. Die Helga hat schon Anfang der 90er Jahre den Konrad-Lorenz-Preis gekriegt. Sie ist Wissenschaftlerin des Jahres 2005 gewesen. Sie hat das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. Sie hat den Panda Award gekriegt. Sie ist Mitbegründerin des Climate Change Centers Austria und so weiter und so fort. Ich habe mich entschlossen, in den wenigen Minuten oder in den einigen Minuten, die mir zur Verfügung stehen, meinen persönlichen Zugang und meine persönlichen Erfahrungen mit Helga kurz zum Reißen. Ich habe Helga kennengelernt Mitte der 90er Jahre. Ich war Umweltanwältin zu dieser Zeit und sollte im Auftrag des Herrn Bürgermeister nach Mochovce fahren. Dort wurde das Kernkraftwerk ausgebaut und ich sollte mir da ein Bild machen. Ich war damals durchaus sehr beseelt, hatte aber von Kernkraft überhaupt keine Ahnung und habe mir gedacht, es wäre schon gescheit, wenn ich mich ein bisschen fit mache. Und meine Kollegin und ich haben uns reingeschummelt damals in eine geschlossene Veranstaltung des Umweltbundesamtes unter Vorsitz von Helga und Wolfgang Gromp. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie eigentlich nicht eingeladen in eine geschlossene Veranstaltung gehen, wo Sie ziemlich sicher wissen, dass Sie am wenigsten Ahnung von dem Ganzen haben. Ist jetzt nicht so wirklich der Wohlfühlfaktor. Allein innerhalb von 10 Minuten hat sich das total geändert, weil Helga und Wolfgang uns als Teil dieser Gruppe gesehen haben und integriert haben. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, das ist über 20 Jahre her, damals war ich total beeindruckt. Da habe ich die beiden noch nicht so gekannt und habe nicht gewusst, dass das ihre Wesenseigenschaften sind. Das war der Beginn einer wunderbaren Kooperation und auch einer kollegialen Freundschaft, für die ich mich wirklich sehr, sehr bedanke, die mir sehr viel gebracht hat, beruflich, aber auch so ganz einfach persönlich. Wir haben dann sehr viele Sachen gemeinsam gemacht. Ich bin vor 16 Jahren dann eben in die Umweltschutzabteilung gewechselt und während dieser ganzen über zwei Jahrzehnte gab es einerseits sehr viele Vorträge, die du für uns gehalten hast, Studien, die du für uns gemacht hast, bis hin zu Auswirkungen des der Lebensmittelproduktion auf den Klimaschutz. Auf der anderen Seite durfte ich aktiv dabei sein, wie du dein Schwarzbuch Klimawandel vorgestellt hast. Wir haben Helga sehr oft als Keynote-Speakerin gewonnen, gerade dann, wenn sie mal gedacht hat, jetzt braucht er so ein richtiges Zugspferd, Entschuldigung, dass ich das so nenne, um viele Leute zu gewinnen. Ich hoffe, du geht's wie mir. Eines unserer
also auf Dinge, wo ich wirklich stolz bin. Wir haben es gemeinsam geschafft, eine Lehrveranstaltung ökologische Aspekte im Bauen und Planen ins Leben zu rufen. Das Besondere an dieser Lehrveranstaltung ist, dass sie inter- und transdisziplinär ist, nämlich eine Kooperation zwischen Universität für Bodenkultur, TU und einer Verwaltungsabteilung, der Umweltschutzabteilung. Und die läuft aus meiner Sicht schon seit Jahren sehr, sehr gut. Erst kürzlich hat ein Kollege zu mir gesagt, also jedes Mal, wenn die Helga dabei ist, denke ich mir, sie ist eigentlich die Jüngste von dieser Veranstaltung. Mit ihrem Weitblick, sie schaut über den Tellerrand, sie ist total innovativ. Sie denkt viel mehr an die Zukunft als die ganzen Jungen. Und das kann ich nur ganz bestätigen. Das Beeindruckende ist aber nicht nur deine Fachkompetenz und dein Engagement für den Umweltschutz, sondern auch deine menschliche Qualität, dein Einsatz für Fairness und Gerechtigkeit. Helga erhebt immer ihre Stimme als Vertreterin der kritischen Zivilgesellschaft, wenn sie es für notwendig hält. Das ist genauso, wenn integre Verwaltungsrichter plötzlich angegriffen werden, weil sie sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Das ist, wenn Tierschützer nach einer komischen Auslegung aufgrund eines Paragraphen im Strafgesetzbuch, der für was ganz anderes gedacht ist, verhaftet werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Euer berühmter Name hat uns sogar dann die Tür geöffnet zu den zuständigen Ministern damals und wir sind aufmarschiert. Wird für das Ergebnis nicht so viel gebracht haben, aber trotzdem, es war so dieses Gefühl, ja, da sind wir auf der richtigen Seite. Und was mich auch noch beeindruckt, in all den Jahren, die ich dich kenne, hast du nie diesen Grad der Wertschätzung anderen gegenüber verlassen. Du hast immer alle anderen ihr Gesicht wahren lassen. Ich erinnere mich an eine Abendveranstaltung in meiner Heimatgemeinde, wo ich Helga dafür gewonnen habe. Helga sagt ja eh, sagst ja eh immer ja, wenn man dich bittet, ja. In meiner Heimatgemeinde über Klimaschutz zu reden. Mir war das dann unglaublich peinlich, weil das Niveau der Zuhörerschaft war sehr nieder, was sich in aus meiner Sicht sehr destruktiven Fragen auch geäußert hat. Ich habe gedacht, wow. So, Helga hat mit deiner eigenen Freundlichkeit, mit deinem Langmut und deiner Wertschätzung, alle Fragen, waren sie noch so, verzeihen Sie mir den Ausdruck, dumm, beantwortet und zwar so, als wären das wirklich die hochqualifiziertesten Fragen und hat es damit gewonnen, dieses doch sehr kritische, eher uninteressierte Publikum auf ihre Seite zu bringen. Und ich glaube, dass das deine ganz große Qualität ist, hier so zu reden, dass es nicht nur Wissenschaft und Expertinnen verstehen, sondern auch die Allgemeinheit. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wichtig ist schon auch, sich zu überlegen, was hat denn das, mein Handeln, meine Persönlichkeit bewirkt? Dein Handeln hat eine Menge bewirkt, liebe Helga. Du bist Vorbild für Gradlinigkeit, für aufrechten Gang. Du sagst deine Meinung und stehst zu deiner Meinung und lass dich nicht biegen, ganz egal, woher der Wind weht. Und das ist du bist ein wunderbares Vorbild. Fachlich, inhaltlich muss ich da, glaube ich, nicht sagen. Du warst Wegbereiterin, du hast die Türen geöffnet für eine Diskussion von Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch in der breiten Gesellschaft, nicht nur auf den Universitäten, nicht nur in Fachgremien, nicht nur in der Politik. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ich gebe zu, ich bin sehr befangen, weil ich dich, ich hoffe, man merkt, sehr, sehr schätze. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich frage jetzt ein bisschen so in meinem Umfeld. So ganz spontan, sagt es mir ganz spontan, was hat Helga bewirkt? Und es ist immer das gleiche Bild gekommen und ich habe mir ein paar so Sager rausgeschrieben, die sind aber repräsentativ für sehr viele, die ich gefragt habe. Die Pionierin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das Gesicht zum Klimaschutz, Verbindung von Wissenschaft und Praxis, bringt Dinge auf den Punkt, sodass man sie versteht, macht Dinge plastisch, deswegen wird sie auch gehört. Klammer auf, im Gegensatz zu anderen, Klammer zu, ist dann noch gekommen, von einem sehr kritischen Kollegen. Sie ist nahbar, nie arrogant, angenehm und integer und sie sucht immer den Dialog. Und dann, das war wichtig, sie ist authentisch und lebt das, wofür sie steht.
Man merkt, dass ihr alles das, was sie vertritt, ein persönliches Anliegen ist, denn sie lebt es. Und was mir sehr gut gefallen hat, ein Kollege hat gesagt, sie hat mich zum Nachdenken über Lebensqualität angeregt, zur Frage, was bringt mir tatsächlich Lebensglück? Ja, liebe Helga, ich danke dir. Ich danke dir im Namen der BOKU, mit der ich mich ja auch sehr verbunden fühle, und im Namen der Verwaltung, dass du auch immer diesen Bogen zwischen Wissenschaft und Praxis spannst. Ich danke dir im Namen unserer Gesellschaft und unserer Umwelt für deinen enormen Einsatz, der unsere Umwelt zumindest ein bisschen besser macht. Und ich danke dir persönlich für unsere Freundschaft, für dein Vertrauen und wie viel ich von dir lernen durfte. Danke, Helga.